Hallo und herzlich willkommen zurück bei Der Herr der Ringe, Rückkehr nach Moria. Der Umzug hier in den Elbenbereich ist abgeschlossen und nun wird es Zeit, dass wir uns hier in diesen Gemäuern nochmal ein bisschen umschauen. Ich denke aber, ich werde mal vorher noch was essen, da wir hier schon auf die Hälfte runter sind. Ich bin sehr gespannt, was denn hier so um die Ecke rum noch ist. Also das ist hier dieser, jetzt sieht es links oben auf der Minikarte, dieser Bereich, der da ganz unten angezeigt wird. Den habe ich mir bisher noch nicht näher angeschaut und da wird es mal langsam Zeit. Und vor allen Dingen habe ich es dann auch immer nicht weit nach Hause, jetzt wo ich umgezogen bin. Das war hoffentlich, glaube ich, denke ich, eine ausgezeichnete Entscheidung. Könnt mich eure Meinung hierzu ja auch mal gerne in den Kommentaren wissen lassen. So, haben wir die Zeit überbrückt bis zum Essen. Ich hätte natürlich das Frühstück auch schon mal vorher vorbereiten können. Zugegeben. So, guten Hunger. Und auf geht's. Obwohl, habe ich dann irgendwas dabei? Wenn es ein bisschen Holz oder so? Man weiß ja nie, ne? Vielleicht brauchen wir da hinten noch mal eine Plattform oder so. Ich nehme mal ein bisschen Holz mit. So, Elbenholz, normales Holz. Was nehme ich denn mal? So, 10 Holz nehme ich mal mit. Für den Fall der Fälle. So, und jetzt können wir uns hier in der Gegend mal ein bisschen umschauen. Ist auch noch ein Holzstück rum. So, gucken wir erstmal hier so an der Seite ein bisschen. Ach, ich bin auch ein Hirsch, ne? Ich baue das ganze Zeug dort drin und hätte mir auch hier meine Bude einrichten können, wo ich die ganzen Sachen nur hätte restaurieren müssen. Und hier liegt auch Holz im Lager und so weiter und so fort. Na, ganz hervorragend. Könnte ich das denn jetzt theoretisch abbauen, um die Materialien rauszubekommen? Oh, das war eigentlich nicht der Plan, das Holzstückelager kaputt zu hauen. Ich wollte eigentlich nur daneben alles kaputt hauen, um zu gucken, ob sich da irgendwas versteckt. Das ganze Inventar voller Holz. Das war nicht der Plan. Ach, da hinten ist noch ein Orklager, was ich übersehen habe. Oder was? Okay, jetzt schleichen wir uns da mal an. Wir gehen hier mit der üblichen, also mit der Holzplattform-Taktik ran. Dass wir uns irgendwo hochbauen und dann mit den Pfeilen arbeiten. Ein Ochselager. Hier müsste ich mich ja eh ein bisschen hochbauen, oder würde ich mich ja eh hochbauen, wegen den Erzen. Das können wir ja auch jetzt schon tun. So. ...90 Pfeile, mal gucken, ob das reicht. Ich denke aber doch, oder? Kriegen wir auch noch die Pfeile um die Ohren. Na, nicht weglaufen. So, noch 2. Was versuchst du da unten? Wo läuft er hin?
Das nützt dir absolut nichts, was du da machst. Außer, dass ich die schlechter treffe. Okay, nützt dir doch was. Na, treffe ich dich da nicht? Na doch. So, das hat doch gut funktioniert. Wie viele Pfeile habe ich noch? 14. Also so 90 Pfeile kann man in so ein Orklager also definitiv schon mal reinkloppen. So, nach wie vor schade, dass die hier keinen Loot liegen lassen. Haben. Das passt ja auch deutlich mehr in mein Inventar, ne? Minzsamen, Schnittlauch. Mir fehlt halt auch dieses spezielle Material, um die Pflanzkästen herstellen zu können. Aber eine zwingende Notwendigkeit, etwas anzubauen, haben wir ja aktuell sowieso noch nicht. Hier steht auch eine Kiste rum. Mal gucken, bei den anderen Lagern gab es den Schlüssel ja hier. Aus diesem, was auch immer das ist, hier in der Mitte. So, Orkschlüssel. Und Orktruhe. Ach, guck mal, hier sind, ah, genau, hier sind hier diese ganzen Statuetten drin. Ganz am Anfang, wo wir reingekommen sind, gibt es ja wieder ein Altar. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt schon 5 zusammen habe. Es müssten ja dann, ja, 5 Schlüssel, 5 Orklager, 5 Statuetten oder so, ne? Das kriege ich hier raus. Gar nichts. Ach komm, das lassen wir aber mal alles stehen. Du lässt mich doch ohne Kampf vorbei, oder? Oder möchtest du unbedingt kämpfen? Das wird Holz sein, das lassen wir mal stehen. Warum ist denn der Durchgang da oben mittlerweile orange markiert? Achso, es gab zwischendurch ein Update. Ich habe aber nicht geguckt, was das Update macht. Also wäre durchaus möglich, dass wir hier einige Änderungen erleben. I see Prayer Hand. Wo siehst du Prayer Hand? Ach, da unten. Wir haben ja auch noch diese Statue, die wir aufbauen können mit diesen Freundschaftsbändchen oder was das da war. Können wir uns natürlich auch noch mal zu Gemüte führen. Okay, das ist das Gebiet, wo wir hergekommen sind. Da brauchen wir nicht weiter zu schauen. So, Holz, Stoffreste. Was gibt's hier noch? Eisenerz. Hier, noch eine Statuette. Müssen wir wirklich mal ein bisschen genauer hingucken. Also im ersten Bereich, wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt, schaut da gerne mal rein. Da habe ich mir ja einen abgesucht, um nachher wirklich noch die letzte Statue zu finden, die gefehlt hat für den Altar. Hier liegt noch eine. Warum liegen hier plötzlich so viele Statuetten rum? Gibt es jetzt einen Statuettenüberschuss oder was seit dem Update? Vielleicht aber auch einfach nur Zufall. Ich weiß immer noch nicht, ob das... Zufall ist, wo die Statuetten rumliegen oder wo die zu finden sind. Ah!
Naja, uns hetzt ja hier niemand. Wir können ja tatsächlich den unteren Bereich auch noch morgen erforschen. Ist das eine Trommel? Dum, 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 dum. Ne? Immer mal was Interessantes drin, denn die Buden scheinen auch alle ähnlich aufgebaut zu sein. Aber ich hätte mir tatsächlich eine suchen können, wo ich nicht die ganzen Schmiede und so weiter nochmal hätte aufbauen müssen. Aber wenn sie es nicht weggepatcht haben, kann man ja jederzeit die Einrichtungen wieder abbauen und bekommt seine Materialien zurück. Also insofern wahrscheinlich kein großer Verlust, außer dass ich ein bisschen mehr Aufwand hatte. Dann mal wieder runter. Hallo. Perfekt. Hey, hallo. Schlechter geworden oder ist die Mechanik anders geworden? Ich glaube, das habe ich mich schon beim letzten Wolfsrudelkampf gefragt, weil das so lange dauert, bis die Axt dann mal geschwungen wird, wenn man den Mausknopf gedrückt hat. Vielleicht sollte ich auch gar nicht lange rummachen mit Glocken, weil... Dich gleich auch noch mit einfangen. Oder? Aus hier mit Gebrüll! Da reinzulaufen ist doof. Naja. Zumindest wenn man es mit einem geübten Jäger zu tun hat. Was ich ja nun nicht bin. Okay, es ist früher Abend. Wir laufen mal wieder zurück nach Hause. Und dann würde ich tatsächlich mal gucken nach dieser Freundschaftsbändchen-Statue. Ihr wisst nicht, was ich meine, werdet ihr gleich sehen. Werdet ihr gleich sehen, was ich meine. So. Hier gibt es nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Das Zwielicht, die Nacht bricht herein. Wo kam ich her? Von da oben, ne? Ja. Hier hätte ich mich einrichten sollen. Aber gut, da hätte ich die Absicherung auch anders bauen müssen hier. Draußen. Das wäre nicht ganz so simpel gewesen wie hier. Mit einer kompletten Bude, wo ich nur die Tür wieder einsetzen muss. Immer schön die Entscheidungen schön reden. So, zu die Bude. So, erstmal alles reparieren. Das ist ja eigentlich auch, ja, kann man geteilter Meinung sein über die Mechanik, ne? Aber dadurch, dass die Schilde jetzt nicht einfach nur ein bisschen Schaden reduzieren, sondern zuerst kaputt gehen, bevor der Lebensbalken angegriffen wird, hat man natürlich, wenn man weit weg stirbt, ein Problem. Man muss erstmal hinlaufen, sich die Sachen wiederholen, wieder zurücklaufen, reparieren und wieder hinlaufen. Falls ich da nicht irgendetwas übersehen haben sollte. So, alles ist repariert. Jetzt wird Essen gekocht und Zeug weggepackt. So, was habe ich denn überhaupt alles dabei? Holz, Stein. So, erstmal.
erstmal alles ablegen und 10 wieder zurücknehmen. Was haben wir noch dabei? Elbenholz haben wir keins. 2 Steine. Nee, die behalte ich. So, Zeug zum Essen. Eisenerz, Statuetten, Goldmünzen. So, Eisenbarren und Eisenerz haben wir ja in anderen Lagern. So, Goldmünzen, Statuetten. Ach, guck mal. Wir haben schon 5. So, behaupte ich mal, wir könnten den Altar morgen mal aufsuchen und das Ding hier aufbauen und gucken, was da so bei rumkommt. So, das ist sonst ja Kram. So, der kann mit hier rein. So, Futter, 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 Futter. Ja, das kann noch hier rein und das. So, das sind alles Lebensmittel. So, Eisenerz einlagern. Jawohl, jawohl. Einlagern, einlagern, einlagern. So, Barren einlagern. We got orcs. We got orcs. Und mal Pfeile. Pfeile muss ich produzieren. Und zwar eine ganze Menge mehr jetzt mal. Als nur 90. So. So, wie viel haben wir jetzt? Okay. Für den Fall, dass hier irgendwie eine Belagerung kommt. So, ich werde jetzt mal was zu essen kochen, dann gehe ich erstmal schlafen. Damit wir da keine Probleme bekommen. Also, gute Nacht. Guten Morgen. So, Essen fertig und rinnende Kopf. So, habe ich noch was zum Wegsortieren? Ja, Lebensmittel muss ich noch wegsortieren. So, und jetzt gucke ich mal nach dieser Statue. So, die Gedenkflamme ist das. Eine Würdigung der gefallenen Zwerge früherer Zeiten. Zur Aktivierung des Baumodus. Ja, okay, pass auf. Machen wir mal. Keine Ahnung, was das Ding macht. Und ich habe auch keine Ahnung, wo ich es am besten hinstellen soll. Vielleicht oben? So, hier hätten wir ja noch Platten. Hier wäre noch Platz. Hier, aber dann machen wir erstmal den Stuhl da weg. Aufpassen, dass ich nichts anderes kaputt mache hier. Also, die Gedenkflamme. Aber ich denke, da komme ich noch überall dran. So, was genau habe ich mir jetzt hier gebaut? Okay, die gefallenen Krieger könnte ich hier ehren offensichtlich. Machen wir mal. Sehnsucht nach Heldentaten. Khazad-dûm zu ehren und zu restaurieren gewährt kurzzeitig zusätzliche Energie. Ist das das denn auch? Ehren. Okay, ich weiß ich nicht. Verteidigungsbuff oder so. Also wenn ich hier zusätzliche Energie habe. Wenn die mich angreifen und Belagerung ist, dann bete ich hier erstmal die Statue an. Ja, irgendwie so. Würde ich mir das vorstellen. Gut, es ist Morgendämmerung. Die Sachen sind wegsortiert. Ich habe mir hier noch die Statuetten, ein bisschen Holz. Ich denke mal, wir werden als nächstes hier mal gucken, wo der Altar ist
und schauen, ob das wirklich 5 Statuetten waren oder ob es doch 4 Lichter sind, die da draufgestellt werden müssen und was wir dann dafür bekommen. Und ja, das machen wir in der nächsten Folge. Ja, und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.